Die gute alte Sinchupagie. Ich hätte fast vergessen, das jetzt aufzunehmen. Im Grunde ist der Kampf ganz einfach. Es geht darum, dass die beiden Arme links und rechts zerstört werden müssen, dann kannst du die Mitte reinhauen. Ab und zu macht der Kopf irgendeine blöde Bewegung und dann musst du den halt einfach mit irgendwas angreifen. Und da Lulu ja mal wieder dabei ist, hauen wir dem einfach hier mal so einen fetten Zauber um die Ohren. Jack. Und hauen ihm einfach die Arme weg. Ich hätte mir zwar... Wow. Wow. Ich hätte mir zwar jetzt gedacht, dass es ein bisschen mehr Schaden macht. Aber das ist okay. Ist tatsächlich mal ein Grund, Yuna zum... Yuna dazu zu benutzen, zu heilen. Alter. So, das heißt, du musst jetzt mit irgendwas auf den Kopf hauen. Am besten so. Bums. Vollidiot. Und hört er mit dem Schwachsinn nämlich auf. Dann wechseln wir mal noch zu Kimari, weil Kimari braucht noch ein bisschen... Da muss noch draufhauen. Bums. Jetzt müsste jeder dran gewesen sein. Das heißt, ich kann jetzt... Körper attacken. Jetzt kriegen wir erstmal einen Blitz in die Fresse, das ist nicht das Problem. Und ein Gravitas. Sehr schön. Ja, ja. Dann holen wir jetzt Oran dazu, weil Oran hat mehr Bums. Bleiben einfach dabei, hauen einfach mit dem Feuer drauf und ich würde sagen, wir holen Tidus dann da wieder zurück, ne? Weil er jeden hasten kann. Das hilft der Nummer enorm weiter. Macht eine lustige Bewegung, das heißt, eben auf Nummer sicher. Eigentlich könnte man mit Lulu den gleichen Kram machen. Aber komm, was soll's. Nur auf Nummer sicher jeden einfach, dass Kinder stirbt. Alter, 10.000 live. Und einmal selbst tasten. Boom, jetzt kann die Party losgehen. Jetzt fressen wir es am Blitz. Ist kein Problem, der geht raus für Oran. Der macht im Augenblick am meisten Schaden tatsächlich. Weil endlich geschafft hat, mal den Vierer Angriffskraft mitzunehmen. Was machen wir denn mit ihm? Ich denke mal, anfeuern ist für Oran gar nicht schlecht. Gravitas, Kaboom. Ein Anfeuern drauf. Ja, er macht nicht schon fertige Bewegungen. Jetzt kann man erstmal theoretisch stundenlang raufhauen auf den. Wie gesagt, das müsste eigentlich reichen, ne? Yep. Komm, wir sind mal nicht so. Scheiß drauf. Wir haben so viel von dem Mist. Also, geht so. Ich weiß, ich könnte Ekstasen benutzen, aber irgendwie ist mir nicht danach. Ich werde sie benutzen, wenn der kurz vorm... Also, wenn er deine Arme respawnt, dann belohnt sich das richtig. Oh, da ging die mächtige Attacke daneben, Alter. So, was wollen wir mal kurz gucken? Können wir mit der Schwerttech durchhauen? Schauen wir mal. Theoretisch müsste das Priorität haben. Jawohl. Mittlerweile kann ich das Ding. Boom, 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 boom. Beide Arme weggefetzt. Jetzt wollen wir mal gucken, wer noch wie oft dran ist. Das waren wir noch mal. Wir machen noch ein bisschen. Kaboom. Der nächste Hit tötet Tidus auf jeden Fall. Alter, wie schnell er jetzt mit dem Scheiß wieder dran ist. Ups. Auch Waka stirbt mit dem nächsten Angriff. Gravitas, yeah, juhu. Wurzel.
Zack. Eura. Kaboom. Zack. Und weil es so lustig ist. Hauen wir ihm Ifrit ins Gesicht. Das ist unsere erste Beschwörung. Ich nie mit Bestia kämpfe sonst. Aber ganz ehrlich, wir haben hier die Chance. Im Prinzip. Den umzuboxen. Und zwar richtig stark umzuboxen. Und damit doppelte Erfahrungspunkte zu kriegen. Was uns sehr weiterhilft, weil ich habe jetzt schon seit Ewigkeit nicht mehr gelevelt, sondern einfach nur straight durchgelaufen so. Und ja, dann machen wir da einfach mal diesen Inferno direkt in seine Fresse. Ich habe das schon ewig nicht mehr gesehen. Ist der Hammer. Komm schon, vernichtend. Vernichtend. Ich wusste jetzt nicht, wie viel Schaden das macht, deswegen habe ich jetzt erstmal nicht volle Pulle reingehauen, Leiche. Naja, es liegt erstmal so rum, na gut. Der zweite Kampf gegen die Sinchu Begi. Ich würde sagen, das Ding ist super easy, denn das Teil kann ja nicht mehr viel. Und Sima macht verdammt viel Schaden mit seinen Zaubern. Ja, sag ich ja. Yuna ist im Grunde nur dazu gedacht, um zu heilen oder so. Aurel muss ja auch nicht mehr so viel machen, eigentlich. Er braucht jetzt im Prinzip bloß noch auf die Hände draufjacken. Während man mit Zima eigentlich bloß noch den Körper angreift. Ja, das ist echt viel, was er da an Schaden macht. Ja, guck mal, zack, dann verbindet man das, dann ist der Kopf entweder tot, weil der hat bloß 1000 HP. 1000 HP. Wir beseitigen mal so ein paar Ärmchen. Tja, Yuna blockt. Sima macht weitere Black Magic. Er ist ja gleich hinüber. Noch zwei Runden, das war's. Ja, verpasst uns ein Gravitas, dann haben wir was zum Heilen. Noch und dann ist er vorbei. Der Kampf. Der mächtige Kampf gegen den mächtigen Gegner. Und tschüss, auf Wiedersehen. Es war so schön. Und ohne Vernichten, naja. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Bosskampf. Bis dahin, auf Wiedersehen.